Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gastreferenten, Herr Kuhlmann, De Gries und Kollege Keller. Wir haben heute Vormittag so die Basic mitbekommen, was eigentlich auf dem Spiel ist, wie sich die Arbeitswelt sich am Verändern ist einerseits, andererseits auch die Risiken, die Chancen. Und für uns ist es seit längerer Zeit klar, dass wir uns in diese Thematik einbringen müssen. Einerseits von der Thematik her, weil die Arbeitswelt uns überall, auch im Privatleben, die Digitalisierung uns berührt. Es ist gesagt worden, die Beispiele des digitalen Einkaufs, Online-Shops, Scanning in den Detailhandlungen und so weiter. Wir haben deshalb schon von einiger Zeit gesagt, wir müssen diese Thematik nicht sektoriell, also ICT, Postlogistik und die grafische Industrie mit den Journalisten, unterschiedlich behandeln, sondern wir müssen uns als Organisation positionieren und gemeinsam diese Themen weiterentwickeln. Weil wir sehen, diese Digitalisierung oder respektive diese neuen Kommunikationsmittel, diese Konvergenz der Kommunikationsinstrumente führen zu einer Verschmelzung der verschiedenen Berufsbilder. Wir haben einen Auftrag an Leo Keller gegeben, der heute Morgen eine Synthese daraus gezeigt hat, und es geht hier darum, aus diesem Bericht, es ist immerhin ein Bericht von über 100 Seiten, haben wir versucht, 13 Thesen abzuleiten, und dann an diesen 13 Thesen, am Ende sind es vielleicht mehr, am Ende sind es weniger, dann als Organisation weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite auch Handlungsfelder für die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Branchen, Sektoren, Berufsgruppen hinunterzubrechen. Diese 13 Thesen haben wir gemeinsam definiert. Es ist also ein gemeinsames Produkt und wir möchten eigentlich das auch gemeinsam weiterfahren. Wichtig für uns ist, dass an diesen Thesen die ganze Mitgliedschaft partizipieren muss. Sie wollen uns auseinandersetzen mit diesen Chancen und Risiken der Digitalisierung und, das ist unsere Vision, aber auch die Möglichkeit, dies zu erreichen, das Ziel, dass wir uns in den nächsten Monaten und Jahren als die Gewerkschaft der Digitalisierung in Anführungs- und Schlusszeichen positionieren können. Es gibt Gefahren und Chancen, das wissen wir, und für uns ist es wichtig, dass in diesen Prozessen die Mitglieder, die Mitarbeitenden in Unternehmungen, wie es bereits gesagt worden ist, die Fähigkeit erlangen, eine permanente Aus- und Weiterbildung zu genießen, dass eben die Aus- und Weiterbildung neu definiert wird, dass wir einen partizipativen Ansatz wollen, um die Mitwirkung zu stärken, um auch diesen Austausch dann auch wirklich nachhaltig zu gestalten. Wir können diese Diskussion natürlich nicht außerhalb der Unternehmungen führen. Es ist deshalb für uns essentiell, dass wir diese Diskussion in die Betriebe hinunterführen, mit den Kolleginnen und Kollegen einerseits, aber wir kommen nicht darum herum, diese Diskussion auch mit den Unternehmungen selbst zu führen. Die Schlussfolgerung respektive die Thesen, die wir entwickelt haben, müssen sich dann ganz konkret auf die GAV-Politik dann widerspiegeln. Wie sie aussehen werden, wissen wir noch nicht. Ich habe heute am Mittag mit Kollege Gusset der Unia gesprochen und er hat mir gesagt, die IG Metall sei bereits daran, gewisse Überlegungen anzustellen, wie die zukünftige GAV-Politik sich gestalten sollte, welche Inhalte so ein digitaler GAV, also Tarifvertrag, aussehen könnte. Wir sind gespannt, was die IG Metall hier uns präsentiert. Wir werden uns sicherlich da einklinken, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber es ist an uns,
mit den Kolleginnen und Kollegen die verschiedenen Realitäten, die sich ergeben aus diesem technologischen Wandel, dann in konkrete Forderungen umzusetzen. Wir haben ja nichts gemacht bis heute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben eine Studie, respektive eine Erhebung gemacht über die Entgrenzung der Arbeit. Dort haben wir bereits skizziert, wo die Chancen und die Risiken sind, aber auch die Gefahren, mit denen unsere Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz konfrontiert sind. Wir haben analysiert, dass eben Flexibilität für die 20-jährigen Kolleginnen und Kollegen einen anderen Stellenwert hat als für die Kolleginnen und Kollegen, die 50 und älter sind. Wir haben eine weitere Studie gemacht, die ganze Callcenter-Studie, die auch wieder den technologischen Wandel reflektiert. Dort haben wir analysiert, was bedeutet das, dass eigentlich das Auskunftsbüro in Anführungs- und Schlusszeichen in der analogen Zeit, wo man noch den Hörer hatte, ist längstens vorbei. Auch die Sprachauskunft ist passé weitgehend und in der Zwischenzeit sind bei den Callcentern auch die neuesten Kommunikationsmittel mit Sprachunterstützung, Mailunterstützung, automatische Antwortgebung und so weiter bereits Realität. Das haben wir dort bereits vorgespurt und es ist wichtig, dass wir auch auf den Grundlagen, die wir eigenständig erarbeitet haben, dann auch unsere Handlungsfelder definieren. Für uns ist es wichtig, dass wir die spezifischen Probleme einer Seite der ICT, die mitten in diesem Sturm, in diesem technologischen Wandel sich befindet, andererseits haben wir die Medienwelt, die zum Teil bereits schon weiter ist, auch mit allen Auswirkungen, die wir heute gehört haben, die Abqualifizierung der Journalistinnen und Journalisten, die neuen billigen Medien auf Internet, die ganze Urhebergeschichte, wir werden sicherlich das noch reflektieren, was das bedeutet, in Frage stellt, ganze Existenzen, Berufsgruppen, insbesondere beim Journalismus, in Frage stellt. Dann die ganze Postlogistik, auch dort Umwälzungen in der Logistik, die ganzen Fusionen mit Unternehmungen, um einen Mehrwert in der Wertschöpfungskette zu erreichen und neue Wertschöpfungskette zu eröffnen und alte aufzuheben. Wir haben deshalb diese Thesen in 4 Kapiteln aufgeteilt, um ein bisschen konziser die Diskussion führen zu können. Der erste Teil beschäftigt sich mit der ganzen GAV-Branchenpolitik, dann die ganze gesellschaftlichen Auswirkungen, die gesellschaftspolitischen Auswirkungen und diese Veränderung der Kommunikationstechnologie, weil ich möchte erinnern, Digitalisierung gibt es seit 250 Jahren mit den ersten Webstühlen im letzten Jahrtausend. Da hatte man schon digitale Instrumente, sehr rudimentär, oder die Musikkisten, die man aufzog, das war auch schon ein digitaler Ansatz. Wenn wir von Digitalisierung sprechen, sprechen wir eigentlich von neuen Kommunikationsmitteln, verbunden mit einer enormen Geschwindigkeit. Das ist eigentlich Digitalisierung, auf den Punkt gebracht. Und das Letzte, da können wir uns nicht entziehen, ist natürlich, dass die Organisation Syndicom als Ganzes sich natürlich nicht nur politisch positionieren muss zu diesen Themen, sondern Syndicom muss sich auch organisatorisch so aufstellen, dass den neuen Bedürfnissen der Kolleginnen und Kollegen der Unternehmungen dann auch gerecht werden. Und das ist zentral, um eine aktive, proaktive Organisation zu bleiben, die auch glaubwürdig ist in den Unternehmungen, die auch weiß, um was es geht. Wir haben die ersten Trends dieser Studie herausdestilliert und haben dann aus diesen rund 100 Seiten, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe wirklich nicht jede Seite ganz durchgelesen, ist auch sehr anspruchsvoll, haben wir doch versucht, die Geschäftsfelder zu reduzieren. Wir haben auch bemerkt, dass natürlich neue Geschäftsfelder entstanden sind oder entstehen werden. Alte werden abgelöst durch neue, aber das ist ein permanenter Zyklus. Ein Zyklus, der sich permanent wiederholt. Hier beispielsweise 1850 oder anfangs des 19. Jahrhunderts waren 70% oder noch mehr oder 80-90%
in der Landwirtschaft tätig und ein kleiner Prozent in den Dienstleistungen oder Industrie. Und heute, wenn wir die Karte der Schweiz nochmal reflektieren, 2016, glaube ich, dass der landwirtschaftliche Anteil rund 3% ausmacht und der überwiegende große Teil sind die Dienstleistungen und der Industriesektor. Mit dem können wir aber gleichzeitig sagen, dass die Landwirtschaft nicht aus unserem Leben verschwunden ist. Sie ist einfach anders. Und ich glaube, das ist für uns sehr wichtig, wenn wir mit diesem Bild auf diese Thematik einsteigen, wenn wir uns annähern, auch wenn sie Ängste, Ungewissheit auslösen. Das war schon immer so. Ich glaube, die Entwicklung wäre nicht so, oder der Mensch wäre nicht so, wenn nicht diese Prozesse stattfinden. Wenn wir sie aber bewusst angehen, dass wir wissen, dass es Ängste auslöst, wenn wir wissen, dass auch Chancen da sind, dann können wir eben das mitgestalten. Und für uns ist es wichtig, und das wurde ja auch aus den Referaten meiner Kolleginnen und meiner Kollegen am Vormittag auch sichtbar, greifbar, dass wir mit partizipieren wollen, dass wir mitentscheiden, dass wir mitgestalten wollen, dass wir versuchen, diese Entwicklungen zu steuern. Wir können sie so oder so nicht aufhalten. Aber wir können sie, wenn wir das intelligent machen, auf den verschiedenen Ebenen beeinflussen und mitsteuern. Das muss unsere gewerkschaftliche Haltung sein. Die Risiken, ich möchte nicht alles wiederholen, weil es sind viele von. Ich werde mich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Wichtig ist natürlich diese Transformation, dieser Auslauf alter Technologien hin zu neuen. Ich nehme ein Beispiel, ein positives Beispiel, die ganze Ablösung der Analogtechnologie hin zur digitalen Technologie, am Beispiel der Swisscom. Ich sage es hier, weil eben, wir haben die Risiken gesehen, aber ich möchte auch mit zwei, drei Beispielen die positiven Möglichkeiten betrachten. Wenn die Mitwirkung in den Betrieben spielt, deshalb ist die Mitwirkung in den Gesamtarbeitsverträgen ein zentraler Punkt. Ohne Mitwirkung wird es schwierig zu beeinflussen. Wir haben die strategische Personalplanung 2013 brieflich verankert. Was hatte das zur Folge? Die Swisscom hätte schon vor ein paar Jahren die analoge Technologie abstellen können. Nur haben wir geschaut auf der Altersschiene oder respektiv bei der demografischen Zusammensetzung der Unternehmung, dass eben, wenn wir das gemacht hätten oder Swisscom das gemacht hätte, viele Kolleginnen und Kollegen zwischen das soziale Netz gefallen wären. Sozialplan, Frühpensionierung und so weiter. Und mit ihnen konnten wir diese Diskussion führen, um 2-3 Jahre hinauszuschieben, um einerseits die Möglichkeit zu eröffnen, Leute, die heute oder die damals in der analogen Technologie tätig waren, hin in neue Berufsfelder wechseln konnten, die Schulen forcieren und jetzt eigentlich in einem Stadium sind, wo die Ablösung kommt, ohne soziale Verwerfung. Das heißt für mich auch ein positives Beispiel, wie eben die Mitwirkung intelligent umgesetzt werden kann. Aber dafür braucht es natürlich auch die Gegenseite. Wir müssen die Gegenseite überzeugen, dass wir die Probleme in den Unternehmungen, insbesondere der Digitalisierung, nur gemeinsam lösen können. Wer der Ansicht ist, der Unternehmung, er könne dies alleine tun, dann wird er nicht zu den Gewinnern gehören. Und ein weiteres Beispiel, Luca Cirillano hat es gesagt, die verschiedenen Arbeitsgruppen, die bereits existieren auf Bundesebene. Wir haben jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten uns dieses Netzwerk zu eigen gemacht und wir haben jetzt Kontakte und wir sind bereits in diesen Netzwerken bereits an der Schwelle einer Integration, damit wir eben diese Veränderungen, diese Gestaltung der Gesellschaft in diesen Bereichen mitgestalten können. Und natürlich immer auf dem Grundpfeiler der demokratischen Partizipation, der Demokratisierung der Arbeit und der Beibehaltung der demokratischen Spielregeln. Und ich unterstreiche dies, weil ich werde noch spezifisch auf diesen Punkt eingehen. Digitalisierung heißt auch rund um die Uhr arbeiten. Und wenn ich sage Digitalisierung, Demokratie, heißt es auch, was hat es für Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft, auf Vereine, insbesondere in die Schweiz, auf die direkte Demokratie. GAV-Bestimmungen, die Aus- und Weiterbildung,
Wir sind jetzt daran, in verschiedenen Bereichen, sei es also in den Sektoren, müssen wir die Arbeit aufnehmen, um das Anrecht auf Aus- und Weiterbildung zu konsolidieren. Wir haben Ansätze in verschiedenen Gesamtarbeitsverträgen und das geht, diese Ansätze auszubauen. Und wie bereits gesagt worden ist, die L'éducation permanente, die permanente Aus- und Weiterbildung, kann nicht abhängig sein von einem Entscheid der Leitung, sondern es muss ein Anspruch sein. Es muss eine Muss-Formulierung in den Gesamtarbeitsverträgen aufgenommen werden und nicht eine Kann-Formulierung. Wir sind in vielen Verträgen jetzt mit der Kann-Formulierung, das war der erste Schritt, und in den nächsten Jahren müssen wir dazu kommen, diese Kann in eine Muss-Formulierung zu übertragen. Aus- und Weiterbildung können wir nur nachhaltig gestalten, gewerkschaftspolitisch, wenn eben dieser gesetzliche Anspruch vorhanden ist. Insbesondere in Bereichen, wo der technologische Fortschritt praktisch im Stundentakt Einzug hält, müssen wir sicherstellen, dass auf allen Ebenen diese Weiterbildung garantiert ist. Und hier müssen wir darauf achten, dass Weiterbildung nicht, wie gesagt worden ist, eben zu einem Premium wird für gute Mitarbeiter, in Anführungs- und Schlusszeichen, sondern Aus- und Weiterbildung muss für alle garantiert werden, unabhängig des Alters. Prekäre Arbeitsverhältnisse. Wenn nicht wir wissen, was effektiv das bedeutet, auch in der Schweiz. An diesem Beispiel sehen wir, 99 Designs oder 99 Designs, das ist eine Plattform, wo eben die Arbeit verteilt wird. Man kann auf diese Plattform gehen, man sagt, welche Visitenkarte möchte ich, in welcher Farbe, in welchem Stil, in welcher Ausführung, und dann sind 99 Grafikerinnen und Grafiker, die auf dieser Plattform die Entwürfe machen, und ich kann dann entscheiden, welche Visitenkarte ich gerne möchte, und dann heißt es, einer gegen 98, respektive eine Person gewinnt, die 98 haben für die Halde gearbeitet, werden nicht entschädigt. Und ich muss euch ehrlicherweise sagen, als wir dieses Slide definiert haben, sind mir eigentlich Schuppen sofort die Augen gefallen, weil vor einigen Jahren an einer Versammlung habe ich mal gesagt, IBM hätte ein Projekt Liquid, eine Plattform, wo sie weltweit die Arbeiten ausschreiben will, aus Architektur, also EDV-Architektur, Projekte im ganzen EDV-IT-Bereich. Und die damalige Verdi, oder die heutige Verdi, hatte sich ja gegen dieses Projekt gewehrt. Und das Problem war eigentlich, weil die gesetzlichen Grundlagen, die auch der soziale Schutz, ich meine, in Südafrika, ein Ingenieur im IT verdient nicht den gleichen Lohn wie einer in Moskau und der in Moskau nicht gleich wie in Oslo und so weiter. Und ich dachte eigentlich, das sei soweit gedämmt oder respektiv, es würde nicht so schnell Einzug finden. Und heute haben wir x Plattformen in kleinem Format, in Anführungs- und Schlusszeichen, die eigentlich bereits unbewusst in unserem Alltag bereits Realität sind. Hinter dem steht eigentlich das, was IBM vor einigen Jahren bereits definiert hatte. Heute haben wir es, was das eigentlich bedeutet. Mitarbeitende, Freelancer, die heute Arbeit haben, morgen nicht, sind sie jetzt angestellt, sind sie Scheinselbstständige und so weiter. An dem Beispiel sehen wir, dass wir eben zum Teil schon hinten nachrennen und wir müssen diese Zeit aufholen. Auch die ganzen Arbeitsverhältnisse bezüglich den Sozialversicherungen, den Mindestlöhnen, auch hier natürlich müssen wir das neu definieren. Was heißt Sozialversicherungsbeiträge? Beim Beispiel 99 Design haben wir gesehen, was das für Auswirkungen hat. Aber es hat noch eine andere Dimension, die wir immer wieder sehen. Das wurde auch bereits erörtert. Die ganze Sozialversicherungssumme, respektive wenn wir immer mehr, insbesondere in der Massenproduktion, natürlich nur noch leere Halle haben. Wenn wir nur noch, in Anführungszeichen, nur noch Roboter haben, die zahlen natürlich keine Steuern als natürliche Person. Ich glaube, wir müssen das auch überdenken, wie wir mit dieser Situation umgehen. Einerseits, wenn immer mehr atypische Arbeitsbeziehungen entstehen. Andererseits natürlich Arbeiten ausgelöst werden, die nicht von physischen
Personen, sondern von Robotern erstellt werden. Auch hier sicherlich die Frage, was wollen wir in Zukunft mitbesteuern? Und wir hatten ein bisschen eine zwiespältige Diskussion, wollen wir als Maschinenstürmer auftreten, weil wir sagen, man müsste eigentlich ins Auge fassen oder wenigstens den Gedanken mal platzieren bezüglich einer Robotersteuer. Oder man müsste weiterdenken über ganz neue Formen der Kapitalbesteuerung und so weiter. Ich glaube, auch hier betreten wir Neuland und dieses Neuland der ganzen Fiskalpolitik, der ganzen Politik der Sozialversicherung, wie wir sie in Zukunft finanzieren, können wir natürlich nicht losgelöst von der politischen Diskussion diskutieren, sondern müssen wir uns mit unseren Partnern, mit dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund, mit uns nahestehenden Organisationen, Parteien und NPOs, hier müssen wir Handlungsfelder eröffnen. Und da haben wir den Anspruch, eine gewisse Lead-Funktion, wenn es uns gelingt, zu übernehmen, um auch konkrete Forderungen zu setzen. Die Produktionsabläufe werden immer komplexer, respektive schon die Konvergenz der Technologien, die Verschmelzung von Ton, Bild, Daten und so weiter, führt dazu, dass die Geschwindigkeit zunimmt. Wir müssen dazu übergehen, Formen zu finden, und da gibt es verschiedene Ansätze, ohne sie zu werten. Wir haben gesehen, in Wolfsburg wird der Server abgestellt für gewisse Populationen. Die Frage ist, gibt es noch andere Bereiche, die ein bisschen nachhaltiger sind? Weil wenn etwas einschaltet, kann man das wieder einschalten, nicht? Und die Frage ist, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für neue Arbeitsformen, die wir hier einbringen können? Auch hier geht es natürlich, den Innovationszyklus zu beschleunigen, respektive hier mitzuwirken. Ich möchte ein kleines Beispiel nehmen, das bereits, glaube ich, nicht bei Leo Keller ganz kurz aufgeblitzt ist, glaube ich, die ganze Entwicklung von Kodak. Wer von hier kennt nicht die Kodak Instamat, wer kennt nicht die Kodak Filme, alle haben analog fotografiert. Ein Weltkonzern, der eigentlich mit Ilford mehr oder weniger das Monopol hatte weltweit. Heute gibt es diese Unternehmung nicht. Weshalb nicht? Weil sie die ganze Digitalisierung der Fotografie schlichtweg verschlafen hat. Das ist auch unsere Aufgabe, und da komme ich an einen zentralen Punkt, wie weit geht dann die Mitbestimmung? Wie weit wollen wir in der Mitbestimmung einwirken? Und auch hier, glaube ich, haben wir eine Pflicht, die Unternehmung zu zwingen, zu investieren in zukünftige Projekte, um die Arbeit zu erhalten. Es kann nicht sein, wenn wir schauen, was in den letzten Jahren an Investitionen getätigt werden, auf ein Minimum resultiert ist. Ich meine, die Europäische Zentralbank kauft nicht per se die Staatsanleihen gewisser Staaten. Die EZB hat nicht gestern, glaube ich, oder vorgestern nach wie vor diese Nullzinspolitik definiert und nochmal bestätigt. Es ist, weil die Unternehmungen nicht investieren. Sie investieren nicht, weil anderweitig die ganze Spekulation auf dem Kapitalmarkt eben mehr bringen als Investitionen in physische Industriebereiche. Und hier öffne ich eine Klammer aus Aktualität. Das ist ja eigentlich, wenn wir die Swisscom anschauen, wenn wir einstehen wie gestern gegen eine Privatisierung der Swisscom, um zu verstehen, weshalb das eben direkt mit dieser Forderung zusammenhängt, dann kann ich euch sagen, uns ist es eigentlich gleich, ob die Swisscom mit Sunrise UPC in den Shops konkurrenzieren. Das ist mir eigentlich gleich. Aber es ist mir nicht gleich, und zwar, wenn die Swisscom beschließt, wie viel Dividenden zahlen wir aus. Und da kann der Bund intervenieren und sagen, die Dividenden werden eben nicht erhöht, weil wir den Überschuss, den Mehrwert, den wir auf die Dividende setzen können, wir in die Investition der Grundversorgung ableiten wollen. Und das ist das, was bei der Swisscom seit 2 Jahren passiert. Die strategischen Ziele konnten so definiert werden, dass eben nicht die Dividende von 22 Franken rein auf dem Markt wäre, sie vielleicht 30, 35 Franken wert, bei 22 Franken bleibt, aber die Investitionen dafür erhöht werden. Und da haben wir einen Einfluss bei den Lohnverhandlungen, dass wir sagen, okay, wir können vielleicht auf etwas verzichten, aber wir wollen die Garantie, dass
bei den Investitionen um so viel Prozent erhöht wird. Also wir bekommen ganz eine neue Dynamik, nicht nur über den konkreten Cash, sondern auch um Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern. Das ist auch unsere Aufgabe, weil wir haben auch eine Verantwortung, nicht nur für diejenigen, die jetzt in den Ruhestand treten, morgen sehen wir alle uns auf dem Bundesplatz, sondern wir haben auch eine Verantwortung für diejenigen Menschen, die heute voll im Arbeitsleben stehen und insbesondere für die Jugend, die in den nächsten Jahren in die Arbeitswelt eintreten werden. Wir brauchen, wie gesagt, mehr Mitbestimmung. Ich habe hier ein kleines Beispiel genommen. Ich glaube, eben die Mitbestimmung in die Organisation. Ich glaube, die Mitbestimmung in die Organisation hat eben zwei Effekte. Einerseits, wenn man in die Organisation einwirkt, kann man gewisse Arbeitsabläufe, gewisse Stoße, gewisse Richtungen mit beeinflussen aus der Perspektive des direkt Betroffenen in einem Produktionsprozess, in einem Prozess der Entwicklung. Auf der anderen Seite, wenn das so erfolgt, hat am Endeffekt auch die Unternehmung einen Mehrwert, weil mehrere Köpfe aus unterschiedlichen Perspektiven eben den Mehrwert, dass ein Fehler passiert, kleiner wird, als wenn nur das Management theoretisch oder in Unwissenheit der wirklichen Tatbestände der Unternehmung eben mitwirken können. Ich glaube, bei der Mitsprache und insbesondere bei einer sehr hohen Geschwindigkeit der Transformationen der Prozesse in den Unternehmungen ist es unabkömmlich, wenn wir die Mitarbeiter nicht mit einbeziehen. Und zwar nicht nur mit einem Mitspracherecht, ja, was meinst du, lieber Freund, sondern dass eben eine Mitentscheidung hier am Platz ist, weil nur mit Mitentscheidung nimmt man die Menschen ernst, nimmt man die Menschen als gleichwertig wahr und nicht als subalterne Mitarbeiter oder subalterne Akteure, wie man sie gerne nennt. Die Printmedien, wie gesagt, ein Sektor, der natürlich überrannt worden ist mit den neuen Möglichkeiten. Die Printmedien kämpfen, wie wir alle wissen, mit Inserat und Leserschwund. Es gibt neue Möglichkeiten, diese 20-Minuten-Blick am Abend. Die Information wird immer billiger und ist schon billig. Also die Qualifikation der Kolleginnen und Kollegen im Journalismus wurde durch die Technologie dermaßen abgewertet, dass man wirklich praktisch in gewissen Fällen am Hungertuch ist und das muss geändert werden. Und hier spielt natürlich die Internetplattform eine zentrale Rolle. Und auch hier nehme ich das ein oder andere vorweg. Wir können nicht zulassen, dass Journalisten, die ihr Wissen in einen Artikel, in eine Recherche stecken und das dann gratis auf allen Plattformen wiederzufinden ist. Wir müssen die Frage des Urheberrechts ins Zentrum stellen, unserer gewerkschaftlichen, aber insbesondere unserer politischen Forderung. Und die EU hat gestern oder vorgestern bereits festgehalten, dass sie dieses Thema angehen wollen. Wenn wir die Geschichte anschauen, große Häuser wie der Spiegel musste kapitulieren. Also wenn man es vereinzelt macht, Spanien musste kapitulieren. Spanien kann Google nicht die Artikel aufschalten, aber die anderen 450 Millionen in Europa können es weitermachen. Also das beißt Google nicht. Aber Google beißt es, wenn man eine gemeinsame europäische Lösung hat, wenn 500 Millionen eben nicht mehr auf diese Artikel Zugriff haben. Und das ist eigentlich die Idee, respektive die Vision der EU, der EU-Kommission, die sich weitgehend jetzt endlich auch mit den Verlegern deckt, dass eben hier gemeinsam aufgetreten werden muss. Und hier haben wir die Chance, als Schweiz hier mitzumachen. Hier müssen wir mitmachen. Hier sind wir einerseits, und das sage ich, politisch über den Gewerkschaftsbund und in der Branche sind wir gefordert, dass wir hier das als Speerspitze nehmen, um den Leuten aufzuzeigen, was eigentlich Digitalisierung im Konkreten heißt, wenn nicht die gesetzlichen Rahmenbedingungen festgehalten werden. Medien, noch einmal vielleicht auch hier, ist natürlich für uns ein Teil des Service Public. Freie Medien können nur existieren, wenn sie wirklich auch ihre Produkte, die Journalistinnen und Journalisten ihre Produkte darlegen können, wenn sie entschädigt werden, wenn der Beruf als auch geschützt ist. Und deshalb haben wir gesagt, der Journalismus, und das ist auch ein Bekenntnis aus diesen Thesen, wir haben zwar immer gesagt,
Es ging meistens immer so um Kooperationen. Ja, wir müssen mit dieser und jener Organisation zusammenarbeiten. Ja, die Journalisten nehmen wir auch gleich mit, weil es ja auch Servicebüch. Nein, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen aus einer politischen Perspektive, was effektiv am Arbeitsplatz passiert, hinunterbrechen und dort dann den Anspruch stellen, Service Public, respektive die Medienarbeit, gehört vollumfänglich als vierte Macht, in Anführungs- und Schlusszeichen, wir lassen mal die Richter raus, als vierte Macht im Staat müssen wir hier festhalten. Und ich glaube auch, in unseren Thesenpapieren, in unserer Arbeit, in unseren Publikationen muss das jetzt zum Ausdruck kommen, dass die Medien Teil des Service Public ist, nicht nur die Post, nicht nur die Swisscom, nicht nur die SBB oder irgendein Krankenhaus, sondern die Medien sind Teil des Service Public. Wir kommen jetzt zum gesellschaftspolitischen Teil. Hier habe ich bereits gesagt, gesellschaftspolitisch heißt auch intervenieren, welche Möglichkeiten gibt es, den Mehrwert zu vergesellschaftlichen. Da haben wir gesagt, die ganze Steuerpolitik, ich habe das bereits vorweggenommen. Auch hier habe ich bereits darauf hingewiesen, was es heißt, ich muss schnell schauen, auf welcher Folie ich jetzt gelandet bin. Ja, gut. Auch hier geht es darum, wie wird die Arbeit sich verändern. Wir sehen hier die Szenarien, wird es weniger oder mehr Arbeit geben. Stichwort, verschwindet die Arbeit, wird alles nur noch robotisiert. Ich glaube, wenn man das dann ableitet, was das eigentlich heißt, einerseits die Diskussion mehr oder weniger Arbeit oder die Arbeit wird verlagert in verschiedenen Bereichen, umgestaltet, müssen wir uns sicherlich die Frage stellen der Arbeitszeit. Und zwar die Arbeitszeit, nicht jetzt, wir müssen jetzt von 40 auf 35, das ist viel zu steril, sie greift viel zu kurz, sondern wenn die Produktivität und Digitalisierung, respektive die Beschleunigung der Kommunikationstechnologie, diese enorme Geschwindigkeit rund um den Globus führt automatisch zu einer erhöhten Produktivität. Und diese Produktivität müssen wir sicherlich in den Tarifverträgen festlegen, wie sie verteilt wird. Aber die ganze Arbeitszeitpolitik muss eine andere Dimension bekommen. Es müssen die ganze Arbeitszeitverkürzung muss neu angegangen werden mit den verschiedensten Formen, die wir haben, auch im Hinblick auf die verschiedensten Formen, wie sich heute die Gesellschaft entwickelt. Wie Freiwilligenarbeit, die ganze reproduktive Arbeit der Frauen, die unbezahlt ist. Freiwilligenarbeit wurde heute auch bereits erwähnt. Die Lebensarbeitszeit. Ist man mit 60 in Pension, dann besteht die Möglichkeit mit 70, je nach Situation. Kann man längere Auszeiten machen für eine längere Aus- und Weiterbildung, um den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden? Das sind alles Fragen, die eben weitergehen als die Forderung, wir wollen eine Stunde weniger arbeiten, sondern wir müssen diese Themen der Arbeitszeit, der Lebensarbeitszeit, der Teilzeitarbeit neu aufgleisen, fundiert diskutieren, Modelle entwickeln. Wir müssen beginnen, solche Themen als Modelle zu betrachten und in Modellen denken, um dann zu versuchen, diese in die GAV-Politik oder in die allgemeine Politik zu transferieren. Da habe ich bereits schon vorweggenommen, die ganze Fiskalpolitik. Wir kommen nicht darum herum, liebe Kolleginnen und Kollegen, über die Finanzpolitik uns Gedanken zu machen. Wir müssen uns auch vermehrt fiskalpolitisch einmischen, insbesondere um die Sozialwerke zu stützen. Es kann nicht sein, dass der technologische Fortschritt ein Heer von Arbeitslosen produziert, werden vielleicht neue angestellt, aber nicht die gleichen. Wir müssen versuchen, die Finanzierung sicherzustellen, mit neuen Finanzierungsmodellen möglicherweise. Wir müssen auch schauen, entspricht die Arbeitslosenversicherung, wie wir sie heute kennen, noch den Anforderungen für die zukünftige Arbeitswelt? Auch hier eine Frage, die weitergeht der Finanzierung, sondern der inhaltlichen Diskussion. Was bezahlt die Arbeitslosenkasse? Was sollte sie in Zukunft noch für Leistungen erbringen, um eben den Anforderungen und dem Trend gerecht zu werden? Das heißt, wir müssen uns auch mit neuen Modellen des Staatswesens auseinandersetzen. Also auch hier eine große Herausforderung, die wir sicherlich dann nicht alleine meistern können, sondern auch hier sind wir angewiesen, mit den verschiedenen Akteuren, mit den verschiedenen Partnern, Sozialpartnern für uns in erster Linie Lösungen und Wege zu finden.
Die Finanzierungsmodelle, einfach hier ein Beispiel, auch hier sehr kurz abgehandelt. Ihr habt es alle gehört, Apple wurde jetzt von der Europäischen Union gebüßt, glaube ich, mit 19 Milliarden bei einem Nettovermögen Cash von 193 Milliarden für Steuerhinterziehung. Und solche Entwicklung kann es natürlich nicht geben. Also Apple bezahlt in Irland auf 1 Million Gewinn 50 Franken Steuern. Und solche Verzerrung kann es nicht geben. Und wir sehen auch die Europäische Union, und wir müssen uns eigentlich auch an sie, uns an ihnen orientieren, dass eben das nicht mehr geht und die Leute machen nicht mehr mit. Sie machen nicht mehr mit aus einem einfachen Grund, weil in Europa, auch in der Schweiz, nimmt die Armut wieder zu. Auch hier öffne ich eine kurze Klammer. Wenn wir die letzten OECD-Studien, das Auto über die Altersentwicklung anschauen bei der OECD, kommen bereits erste Erkenntnisse, dass die Alterspyramide, respektive das Älterwerden, rückläufig ist, insbesondere in Portugal, in Spanien, in den südlichen, in Griechenland, also wo die Lebensqualität durch die Finanzkrisen ganze Völker mit einbezogen hat, in die Armut gedrängt hat, dass dort bereits wieder, wie bei der industriellen Revolution, bereits wieder das Alter zurückgeht, respektive das nicht weiter anwächst, und das hat natürlich auch mit den Umständen des Lebens zu tun. Da kommen wir jetzt zu einem natürlich wichtigen Teil, diese Big Data. Wer verwaltet diese Daten, diese Milliarden von Datensätzen, diese binären Codes 0110? Wie gehen wir mit dem um? Was sind die Chancen, die Gefahren? Wer kann über diese Daten warten? Was braucht es für gesetzliche Absicherungen? Wir haben ja die Situation, und ich nehme das auch gleich vorweg, die Situation, dass wir eine Problemstellung haben, die wir mit den heutigen Gesetzgebungen nicht abdecken können. Ich sage immer, wir sind noch in einer gesetzlichen Kultur von Industrie 2.0. Also die ganze Gesetzeslegiferierung, auch die ganzen Arbeitssicherheitsnormen kommen aus dem industriellen Zeitalter. Und jetzt haben wir die Situation, oder respektive nehmen wir zur Kenntnis, dass die technologische Entwicklung so dermaßen rapid vor sich geht, dass wir keine Möglichkeit haben, in einer nützlichen Frist bereits neue gesetzliche Modelle zu entwickeln, die eben in unserem Sinne natürlich die Mitarbeitenden, die Bevölkerung schützen. Und jetzt gibt es natürlich schon Schlaumeier, die sagen, ja, weil die Gesetze nicht so schnell legiferiert werden können und entwickelt werden, müssen wir andere Systeme entwickeln, andere Modelle. Es ist nicht Star Trek, was ich euch jetzt erzähle. Das heißt, man ist bereits am Überlegen, ob der Staat nicht an Anspruchsgruppen, an externen Anspruchs- und den Auftrag erteilt, Gesetzesmodelle zu entwickeln, ad hoc, für ein technologisches Problem, das sich da plötzlich manifestiert. Das heißt, es gibt also Leute, die bereits heute denken, der technologische Fortschritt, respektive die Gesetzgebung macht dem technologischen Fortschritt nicht folgen und ihren Auswüchsen, und wir müssen das beheben, indem wir eigentlich eine private Gesetzes-AG bilden, ein bisschen plakativ. Also hier sind auch Strömungen im Gange, die ganze Demokratie in den Grundfesten in Frage stellt. Ich sage, es sind gewisse Denkmodelle, die in diese Richtung gehen. Aber wenn ich dann schaue, wer hinter diesen Denkmodellen steht, welche Hochschulen, welche Persönlichkeiten, dann muss ich sagen, da müssen wir uns jetzt möglichst schnell hineinbringen, um diesen Ansinnen gleich von Anfang weg den Boden zu entziehen. Also auch hier die ganzen Daten, wie wird das gemacht, was bedeutet das? Und ich habe die Frage absichtlich gestellt, es sind nicht nur Daten, die Betriebseffektivität steigern, sondern auch die Daten der Mitarbeiter im HR-Bereich, was bedeutet das? Da müssen wir uns ranmachen. Datenschutz, Datendemokratie, das ist ein zentraler Punkt. Da haben wir zu wenig Erfahrung. Ich habe letztens in einer Unternehmung gesagt, ich stelle nicht in Abrede, dass unsere Unternehmungen den Datenschutz verletzen. Das stelle ich nicht in Abrede.
Aber ich stelle fest, dass möglicherweise der heutige Datenschutz eben nicht mehr den Anforderungen entspricht. Denn mit dieser technischen Möglichkeiten, wenn ich über alles, über die Algorithmen, über alles schlussendlich definieren kann, über die Algorithmen das ganze Geschehen eines Menschen definieren kann, wenn ich über Algorithmen dann das Profil eines Mitarbeiters definieren kann, ob es gut oder schlecht ist, wenn ich dann Chancen und Risiken so beginne zu definieren in einer Unternehmung, wo sind die Risiken, wo ist die Risikogruppe und wo nicht, dann haben wir ein Problem und das ist zu wenig, da ist der Datenschutz heute viel zu weit weg. Dann die ganze Cyberkriminalität, auch hier müssen wir Erfahrungen sammeln, müssen wir wissen, was bedeutet das eigentlich, wo sind die Risiken, wo sind die Risiken, wo müssen wir Handlungsfelder haben, was hat es für einen Einfluss auf die GAV-Politik, am Ende müssen wir das irgendwo hinunterbrechen. Das habe ich auch schon gesagt, der Einstieg in die Berufswelt. Auch hier genügt es nicht, wenn man sagt, l'éducation permanente ist ein stetiges Muss, sondern hier beginnen, wie auch schon bereits gesagt worden ist, die ganze Frage der Ausbildung. Die Ausbildung beginnt bei den Volksschulen, bei den Fachhochschulen, in den Universitäten, die Durchlässigkeit, die Veränderung der Berufsbilder und der Ausbildung, die notwendig sind, um der Arbeitswelt gerecht zu werden. Auch hier müssen wir eine neue, möglicherweise neue Ausbildungspolitik verlangen. Genügt die Ausbildungspolitik in den Programmen der Parteien? Ich weiß es nicht. Aber möglicherweise haben wir dort Handlungsmöglichkeiten, die über das Ideologische hinausgehen. Sondern auch Unternehmungen haben Interesse, wenn ich mal Elektroingenieur bin, dass ich möglicherweise eine andere Tätigkeit an einer Fachhochschule mich aneigne und längere Zeit nicht zur Arbeit komme und so weiter. Wir müssen die Schulen durchlässig machen und insbesondere wir müssen ein breites Schulsystem fördern. Was wir heute erleben, ist das Gegenteil. Die ganzen Sparübungen, da haben wir eben auch die Problematik der Sparübungen in den Kantonen, in den Gemeinden, die sich direkt auf die Volksschulbildung auswirken. Lebenslanges Lernen, das haben wir bereits gesagt. Dann Digitalisierung, Chancen und Gefahren. Wie gesagt, auch hier müssen wir wissen, was wir eigentlich wollen. Wo sehen wir die Chancen? Sicherlich die Arbeiten, die gefährlich sind, die können wir ausschließlich den Roboter geben, nicht? Aber die Arbeiten, die ein Intellekt brauchen, die innovativ sind, wo der Mensch denken kann, da glaube ich, da müssen wir uns auch Gedanken machen. Ich frage mich zwar, ob diese Robotisierung nicht eher ein Problem ist, ich weiß es nicht, vielleicht zum heutigen Zeitpunkt eher bei der Massenanfertigung, ich weiß es nicht. Es gibt zwar bereits Roboter, die operieren, die alles Mögliche machen, die Frage ist dann, zu welchem Zeitpunkt ist es dann effektiv oder bringt es die entsprechende Produktivität und Gewinne. Aber auch hier, wir müssen schauen, wo haben wir solche Modelle. Ich meine, wenn die Post solche Robotersysteme einsetzt, auch nur zum Proben, in einem Projekt, dann ist es unsere Pflicht, dass wir uns dort einklinken, dass wir dort mitmachen, dass wir schauen, was hat es für Auswirkungen, was sind dann die Auswirkungen für die Angestellten, für die Branche, und das machen wir heute zu wenig, weil wir eben, und das ist ja die heutige Tagung, wir wollen an diesen Thesen unser Profil schleifen, unsere Prioritäten in den Sektoren definieren und dann auch den Kolleginnen und Kollegen fundiert dann zur Seite stehen. Wie gesagt, das wurde auch schon gesagt, ich sage immer und ich habe das auch Patricia gesagt, die Interessengruppen an sich, wie sie heute sind, genügen sie, wenn wir organisationspolitisch sprechen, müssen wir vielleicht nicht von Diversity sprechen, wo wir wirklich die Gesamtheit der Population unserer Gesellschaft einschließen. Frauen, Männer, Jugendliche, Invalide, Behinderte und so weiter. Wäre das nicht möglicherweise auch ein Ansatz, dass wir das Spektrum ein bisschen verändern, um eben diesen Ansatz des Diversity effektiv auch gerecht werden? Das habe ich bereits erwähnt, die ganzen Daten- und Logistiknetze. Wie gesagt, die Privaten sind natürlich an diesen Netzen interessiert. Und zwar, sie sind interessiert, indem sie sie gebrauchen können. Weil keine Unternehmung ist in der Lage, so ein Netz privat aufzubauen. Schienennetze wurden mal privatisiert, dann verstaatlicht, weil sie niemand bezahlen konnte. Telekommunikationsnetze, das Gleiche. Und zwar, ich finde,
dort, wenn wir von Daten- und Logistiknetzen sprechen, müssen wir unterscheiden und dort eine klare Position haben. Die Netze müssen beim Staat sein, dort müssen wir intervenieren, dass sie hochstehend mit dem neuesten technologischen Fortschritt erstellt werden und natürlich dann diese Netze diskriminierungsfrei allen zur Verfügung stellen mit entsprechenden Abgaben. Ich glaube, das ist unsere Pflicht, dass wir in diese Richtung uns bewegen. Flächendeckende Datenlogistiknetze, was heißt das? Das heißt Service Public. Aber hier müssen wir auch ehrlich sein und sagen, wir können nicht auf jede SAC-Hütte aus irgendwo auf dem Matterhorn Glasfaser verlangen, aber es gibt bereits heute Technologien, terrestrische Funktechnologien, die eine weitgehend gleichwertige Datenübermittlung garantieren, aber das braucht Investitionen, das braucht Steuersubstrat, da braucht es der politische Wille. Organisationsentwicklung, auch hier, wie gesagt, am Anfang, hier brauchen wir, wir müssen uns neu aufstellen. Wir müssen schauen, arbeiten wir noch analog, sind wir wirklich noch zeitgemäß, wenn die Unternehmungen in einer gewissen Art und Weise kommunizieren, dann müssen wir uns an ihre Kommunikation anpassen. Wir müssen die gleichen Ressourcen freisetzen bei der Kommunikation. Wir müssen schauen, wie wir einfacher kommunizieren können. Und wir haben ja uns hier mit ganz kleinen Schritten, habt ihr das ja alle mitgekriegt, zum Beispiel die heutige Tagung, ihr habt heute einfach nur angeklickt, ich nehme teil und dann wurde das schon registriert. Ihr könnt noch mal einen Klick machen, dann wurde die Tagung in eurem Outlook registriert. Also das sind kleine Schritte, aber doch eine große Wirkung, weil hinten waren dann nicht zwei, drei Kolleginnen und Kollegen, die alle Listen ausfüllten, sondern es war alles fixfertig hinterlegt und man konnte mit diesen Listen arbeiten. Ich glaube, das ist eigentlich die Form, an der wir arbeiten müssen. Wir müssen die neuen Technologien und die Arbeitswelt an sich auch für uns verinnerlichen und so auftreten, dass wir wiedererkannt werden. Ich glaube, es wäre falsch, wenn ich jetzt dieses Bild nehme. Wir können nicht eine Elektrolok oder eine atombetriebene Lok haben und wir sind nach wie vor als Heizer hier und wollen Ihnen Kohlen anbieten. Das geht nicht. Ich glaube, das ist eigentlich die Quintessenz und wir hoffen, dass wir diese Diskussion miteinander, wir können sie nur miteinander führen, dass sie fruchtbar sein wird, da bin ich überzeugt, dass wir neue Inputs geben können und dass wir wirklich dann am Ende hier stehen mit neuen Weichenstellungen, wo wir sagen können, wir sind die Gewerkschaft der Digitalisierung. Danke und ich freue mich auf die rege Diskussion.